Auf alle Fälle war nun klar, dass das Projekt abgeschlossen werden konnte. Gestern die Erklärung des Verhältnisses, der Selbstverwerfung, des Selbstvergessens der Autochton-Reorganisation im Verhältnis, warum es zur Aufreißung des Realen mit seinen unerträglichen Unmöglichkeiten gab, um daraus dann die Simulation der Ersatzhandlungswelt des symbolisch-imaginären und des symbolisch-realen zu produzieren, in der der Mensch dann unsterblich zu sein vermeint und all dieses Werk schaffen, dieses Übermenschliche, bereits heute produziert und nicht erst morgen. Morgen, ach ja. So schleppt dahin sich Schritt um Schritt bis auf den letzten Ort sich im Gang der Zeit. Und jetzt wurde noch klar, dass diese mittlere Ebene der Selektionsaussiebungsphase und der Eröffnung der letzten Ressourcen durch Ansichtigmachen der Paradoxie des Realen ja nichts anderes war als das Dritte des Rhizoms, sprich das sich eröffnen und sich erschließen des Protopseudos, des immer wiederkehrenden Machens, des sexuellen, organisch-fleischlichen Aktionen in ihrem Rein- und Rausspiel.